Hey Leute, willkommen zu einem neuen Part von Ark von mir. Heute begebe ich mich mal hier in den Sumpf, was heute über den Update rauskam, und mache ich mich auf die Suche nach so einem Riesenfrosch. Einen Sattel dafür habe ich mir gerade sogar schon gecraftet, also kann ich den dann auch direkt reiten. Und ich stelle mich jetzt mal ziemlich cool vor, auf den rumzuhüpfen. Und was gibt's noch hier Neues? Ja, die Riesenschlangen und die neuen Riesenreitviecher, die rennen auch hier rum, Krokodile. Und natürlich das über, ja, und die Piranha natürlich. Schnell wieder raus hier aus dem Wasser. Ja, steht hier auch ganz gechillt. Der Parallelbababam. Ach, hier werde ich mir auch noch erstmal dann einen Sattel craften, weil ich glaube, bei denen ist es sogar so, dass man da auch ein Haus drauf bauen kann. Dass es die auch mit Plattform gibt. So wie bei den Bronto. Was ist denn jetzt hier mal mit Fröschen? Piranha, Piranha. Einfach mal schnell hier durch. Wieso gibt es denn hier nur so wenig Frösche? Ich finde das echt geil gemacht, das Subgebiet. Es soll ja, glaube ich, auch noch irgendwo ein Schneegebiet geben oder noch kommen. Also, viel habe ich hier noch nicht erkundet von dem neuen Update. Weil dabei soll es ja dann auch noch diese Riesenelche geben. Ich weiß nicht, ob die jetzt schon drin sind oder noch kommen. Aber wäre nicht schlecht, wenn ich mal jetzt endlich hier so einen Frosch finden würde. Das gibt's doch nicht. Was haben wir denn da für eine Pflanze? Ah, die sehe ich nachher erstmal direkt ein. Mal gucken, was da rauskommt. Ach, was ist denn da los mit den Fröschen? Haben die alle Angst zu sterben? Na toll, die Scheiße, jetzt wird's Nacht und gerade da habe ich jetzt da einen rumhüpfen sehen. Und da hinten ist noch einer, jetzt anscheinend habe ich die Quelle gefunden. Gut, dass er so ein bisschen leuchtet. Fettes Vieh. Ach Scheiße, habe ich den jetzt nicht getroffen. Kann man näher rangehen, wo der mich abbaut. Na, Level 16. Ja, seine Zunge nicht lang genug für mich. Oh, das war's schon. Da ging aber schnell. So, ich schätze mal, der wird das fressen. Zur Not lege ich hier immer noch das mit rein, aber ich glaube, der wird Bärenfresser sein. So, habe ich noch irgendwas an Bären? Ah, die kannst du auch noch mit haben, die Narkotikbären. Da habe ich den Sattel. Und am Hoffen, dass es jetzt hier schnell geht. Vielleicht noch einen zweiten Zähm direkt für meinen Mitstreiter, wenn ich schon mal hier bin. Wenn ich jetzt auch einen finde. Irgendwo ist so gerade noch einer hier rumgehüpft. Ich glaube, den finde ich jetzt nicht nochmal. So, ich habe jetzt schon hier bei dem fast die Hälfte geschafft. Und es sind Fleischfresser, wie ich rausgefunden habe. Direkt hat er sich auf das Fleisch gestürzt und hat die Bären liegen lassen. Wahrscheinlich, weil die auch im richtigen Leben liegen fressen und so. Und glücklicherweise habe ich noch einen hier in der Nähe gefunden, den ich auch direkt angeschossen habe. Der ist dann für den Beaufort. Den Sattel kann er sich aber selber craften und die Sachen zusammensuchen. Ja, und jetzt heißt es hier nur noch abwarten, gucken, was hier noch vorbeikommt, was ich killen oder zähmen kann. Vielleicht noch eine Schlange noch, die habe ich auch noch nicht.
Das wäre noch geil. So, das Warten hat sich gelohnt. Ich habe endlich meinen Crazy Frog hier. Den Belzebilfo, oder wie er auch immer ausgesprochen wird. Oh, wie nennen wir den mal? Ah, ganz getreu dem Märchen einfach mal. Und wenn man das macht, dann kommt er wahrscheinlich ein Prinz raus. So, dann lass wieder doch mal direkt hier deinen Sattel ranlegen. Wo haben wir den da? Und was bestimmt richtig dämlich aussieht, direkt die Brille drauf. Na, du könntest als Harry Potter durchgehen. Dämliche Frösche. So, dann lass hier. Ja, geil. Wow. Die können ja mega jumpen, die Viecher. Wie geil ist das denn? Besser ist aber der Angriff. Ob man damit wohl was farmen kann? Aber der Sprung ist einfach am geilsten. Bam. Damit komme ich über jede Klippe und überall drüber. Und wie weit ist der hier? Na, auch fast durch. Aber ich kann es nur empfehlen, die Frösche euch direkt zu holen. Das ist mega geil damit. Und wie sieht's aus, wenn er hier totgeleckt das Vieh. Na, das wird mein neues Farmtier. Damit gehe ich jetzt immer auf Jagd. Ich kann bestimmt immer so einen Brunnen einfach nur drüber springen. Ihn immer gegen den Kopf lenken. Was hat denn der so für Werte? Ja, Gewicht ist gar kein nicht viel. Aber Speed 200 direkt ist auch nicht schlecht. Nehme ich das mal wieder hier an mich. Die Bären, die brauche ich auch nicht. Ja, so, dann will ich mich an der Stelle mal verabschieden. Und gucken, welches Tier ich mich als nächstes ranhole oder was wir hier machen. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.